macht man bei Rückenschmerzen? Man geht zu einem Orthopäden oder zu einem Physio oder zu einem Osteopathen, man lässt sich richten und dann weiß man aber immer noch nicht mehr, sondern denkt sich so, ah, ich brauche einen Fachmann. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass das viele selbst können. Und da ist für mich die Verbindung des Wissens aus dem Yoga und aus der Therapie der Schlüssel. Yoga ist ja per se für sich schon ein sehr, sehr komplexes Thema, was also weit, weit über die Physis hinausgeht. Ja, herzlich willkommen zur vierten Episode unseres Podcasts Yoga meets Osteopathie. Herzlich willkommen, Alex. Hi. Und ja, wir sitzen einmal hier mehr und diskutieren wieder über unsere Gedanken. Und heute geht es ums Thema Ernährung. Mit dem schönen Fragesatz am Anfang, wann ist eine Ernährung richtig? Mhm. Ja, wann ernähren wir uns richtig, wann tun wir uns was Gutes? Und wir haben hier vor uns auf dem Boden so ein paar Zettel liegen, wo so eine grobe Struktur drauf ausgebreitet ist. Weil ich möchte gleich eins mit einem anfangen. Wir haben gesagt, wir wollen die Frage auf keinen Fall beantworten. Wir haben gesagt, wir möchten eigentlich so ein bisschen zur, ich soll mal sagen, Bildung ist immer ein bisschen hoch angesetzt. Aber wir möchten gerne ein bisschen dazu beitragen, dass man vielleicht Licht ins ein oder andere Dunkel bringt und möchten uns gerne unterhalten über verschiedene Formen von Ernährung, verschiedene Dinge, die man so verspeisen kann, wofür wir die brauchen, in welchem Maß die vielleicht gut sind, wofür wir die brauchen, dass ihr euch vielleicht so ein klein bisschen auch selber ein Bild machen könnt für all diejenigen, die sich vielleicht mit Diäten beschäftigt haben, aber gar nicht so sehr mit der Frage, was braucht der Körper eigentlich? Ja, ich glaube, da gibt es ja so ganz viele verschiedene Ideen und die stimmen zum Teil sind sie vielleicht auch gar nicht so haltbar. Mhm. Das ist halt ein totaler Dschungel, ne? Das ist ein totaler Dschungel. Ja, jeder sagt was anderes und es ist ganz schwierig, da zurechtzufinden und wir hoffen, wir können so ein paar Informationen einfach heute zusammenstellen, die wir haben und dass das euch dann ein bisschen hilft. Perfekt. Wir haben uns ganz unten, ich würde gerne mal ganz erstmal mit der Frage anfangen, die da ganz oben steht. Was hast denn du heute gegessen, Alex? Wenn du es ja noch weißt. Du halt. Heute Morgen gab es Brokkoli. Ungefähr, was waren es? Ich glaube, 350 oder 400 Gramm gekocht. Und dann heute Mittag habe ich mir vier Brote geschmiert. Vier Brote. Kannst du mal, jetzt musst du allen erzählen, was auf den Broten drauf war. Da war Frischkäse drauf mit Rucola und Tomaten. Okay. Genau. Den habe ich gestern auch frisch gekauft. Graubrot oder Vollkornbrot? Oder das war ein richtig schönes Sauerteig. Natursauerteigbrot. Ja. Perfekt. Lieb ich. Ja. Wie war es denn bei dir? Bei mir? Ich habe, also es ist jetzt kein Fake, ne? Ich sage mir wirklich, also ich bin dir ganz ehrlich, aber ich habe heute Morgen wirklich ganz mustergültig einen Smoothie mir gemacht aus einer Zitrone inklusive Schale, einer halben Orange, ein bisschen Banane, Spinat und einer halben Avocado mit Wasser und ein klein bisschen so eine Vanille-Mandelmilch mit ganz wenig Zucker, die schmeckt aber mega gut. Das gab es zum Frühstück, eine Handvoll Nüsse. Und heute Mittag, das klingt jetzt wirklich so voll abgefahren, ne? Aber es war wirklich so. Heute Mittag gab es einen Rohkostsalat, den habe ich mir gestern Abend vorbereitet, aus Brokkoli. Aus Brokkoli. Auch Orange war drin, ein paar Pinienkerne sollten rein, sind aber dann irgendwelche anderen Nüsse gewesen, die da zu Hause rumflogen. Ein paar Beeren und was war noch drin? Ja, natürlich Essig in Öl und Paprika und noch irgendwas. Das klingt gut. Ja. Ist das noch im Rahmen eurer Detox-Tour? Ja, ich muss dazu sagen, wir haben gerade einen Detox gemacht von 10 Tagen. Wir haben ein bisschen verlängert, also ich mache gerade noch ein bisschen. Mhm. Aber wir essen generell sehr, ich würde sagen, so wie es für uns geht, versuchen wir uns gesund zu sein. Ich möchte es mal so formulieren. Also die Basisernährung muss stimmen und der Quatsch kommt oben drauf. Ja. Das ist meine Devise. Ja, sehr gut. Ja. Gut, also ich glaube, wir wissen zumindest noch, was wir gegessen haben. Mhm. Wenn ich jetzt jedes Gramm wüsste, wäre mir das zu extrem. Mhm. Ich glaube, da würde ich nämlich auch gerne mal einsteigen. Mhm. Weil ich glaube, dass Ernährung auf der einen Seite was ist, was wir alle brauchen und was auch ausgewogen sein sollte, damit es uns gut tut. Keine Frage. Ich glaube, in dem Moment, wo es zum Fetisch wird, in dem Moment, wo es zum Verbot wird, bin ich nicht mehr bereit mitzugehen. Dann finde ich, Essen darf, muss auch Freude machen. So, hat er was Sinnliches. Das hat was, ne, Soziales, miteinander essen. Mhm.
in ganz, ganz vielen Kulturen. Also es darf Spaß machen, es darf auch einfach schmecken. Mhm. So, also das eine schließt übrigens das andere nicht aus. Und ich finde, alles, was zu extrem ist, finde ich immer schwierig. Mhm. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also sowohl die totale Völlerei, isst doch, was du willst, halte ich für bedenklich. Aber auch diese Extremernährungsformen. Und die haben uns unten aufgeschrieben. Können wir gleich mal anfangen. Mhm. Also wir haben hier die Karnivoren, das sind die reinen Fleischfresser. Nose to tail. Dann haben wir die Omnivoren, die eigentlich allesfresser. Mhm. Wir haben die Vegetarier, wir haben die Frutarier, haben wir ganz krass mal reingenommen, die Rohköstler, die Ketogenen, die Veganer und die Paleos. Es gibt bestimmt noch ganz viele weitere Möglichkeiten, aber ist das, was uns jetzt eben eingefallen ist. Alex, was hältst du von der reinen Fleischesserei? Ganz kurz, knappig vor. Also rein Fleischesserei ist ja von Nose to Tail und das heißt auch Organe. Mhm. Und alles, was dazugehört, das ist nicht, für mich ist es nichts. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, eine Leber zu essen oder irgendwie. Es gibt auch so ganz extreme Formen. Auch auf Instagram mittlerweile mit sehr, sehr vielen Followern. Ich glaube, über 1 Million gibt es Leute, die dann auch rohe Leber essen und das propagieren, weil das ganz gesund sein soll. Und ist nicht mein Ding. Ne? Für jeden, der es als gut empfindet oder für jeden, den es auch gut tut, ist okay. Aber ich bin der Meinung, dass das reine Fleischkonsum dazu führt, dass die Leber maximal überlastet wird. Mhm. Also ernährungsphysiologisch ist mal von der Ethik und der Moral weg. Mhm. Bedenklich aus deiner Sicht, oder? Absolut, absolut. Mhm. Ja. Und moralisch natürlich auch. Ja. Können wir nachher mal kurz gucken, vielleicht warum, was da passieren könnte. Was ist mit den Omnivoren? Also Omnivoren, die Allesesser sind. Wir müssen jetzt mal eins fairerweise dazu sagen, wenn man sich unseren Gebissstatus anguckt und unseren Magen-Darm-Trakt, sind wir eigentlich Omnivoren, ne, biologisch gesehen. Mhm. Mhm. Ja, also ich zähle mich selbst zu den Omnivoren. Mhm. Esse alles, aber auch in Maßen, sehe zu, dass ich alle Makro- und Mikronährstoffe so gut es geht irgendwie für mich auffülle. Und wie du schon so schön gesagt hast, am Anfang, das Essen muss auch schmecken. Mhm. Ne, und alles, was mir gut schmeckt, esse ich gerne. Und achte dann natürlich dann auch drauf, wenn ich mal Fleisch esse, dass es reine Bio-Qualität ist, auch wenn das für viele jetzt nicht so die Erklärung dafür ist oder die Begründung, warum man überhaupt Fleisch isst. Mhm. Für mich schon, weil das ganze Konzept dahinter moralisch mir gut gefällt. Gleichzeitig ist es natürlich auch, was die Tiere zu essen bekommen, ganz, ganz wichtig. Weil das essen wir ja dann schließlich auch. Deswegen auch reine Bio und Demeter-Qualität. Und dann auch jetzt nicht jeden Tag. Ne? Genau. Dann haben wir die Vegetarier. Die ganz nah an den Omnivoren dran sind. Genau. Mhm, das sind ja einfach, die essen ja wirklich nur kein Fleisch, sondern sonst alles. Ich glaube, manche essen sogar auch Fisch noch dazu. Ne? Manche Vegetarier. Ja, das kann ich jetzt nicht so. Ne? Verstehe ich nicht so. Ne? Also es gibt diese Pesketarier mittlerweile, die Fisch essen. Die. Okay. Also ich finde, Vegetarier ist ja das Wort, ne? Also das hat irgendwas mit den Pflanzen zu tun. Mhm. Also für mich scheidet der Fisch da aus. Aber stimmt, die Pesketarier, die haben wir vergessen. Mhm. Also wären quasi Vegetarier, die Fisch essen. Mhm. Mhm. Was hast du da so zur Physiologie? Muss man auch auf jeden Fall aufpassen, wie bei den wie bei der veganen Ernährung, dass genügend Eiweiße zur Verfügung stehen. Es ist schon so, dass tierische Eiweiße, gerade auch Fleisch, auch extrem gut verwertbar sind. Das lässt sich nicht bestreiten. Oder Eier. Ne? Eier haben, glaube ich, einen NNU-Wert. Das ist so der Wert, der rauskristallisiert, wie gut es aufzunehmen oder wie gut man der Körper das aufnehmen kann. Genau. Und da sind, glaube ich, Eier bei 48%. Das ist, glaube ich, eins der höchsten Nahrungsmittel mit dem höchsten NNU-Wert. Und das ist. Wir hacken die nur kurz ab, ne? Also wir gehen natürlich ein bisschen ins Detail danach. Genau. Die Frutarier. Da kann ich wirklich wenig zu sagen, außer zu, dass Fructose in der Leber sehr gerne sehr schnell zu Fett umgewandelt wird. Hat, glaube ich, geschichtlich oder historisch oder entwicklungstechnisch, wie sagt man? Entwicklungsgeschichtlich. Ja, damit zu tun, dass wir als Steinzeitmenschen vor allem im Sommer Früchte gegessen hat und der Körper dann den Fruchtzucker direkt in Fett umgewandelt hat für den Winter. Für den Winter. Halte ich
persönlich nichts von. Für mich ist das nichts. Ja, ich glaube auch, dass man da auch in viele Mangelerscheinungen kommt. Ja, ich halte auch den hohen Konsum an Fruchtzucker für extrem schädlich, also für echt bedenklich. Mhm. Plus, wenn ich mir vorstelle, da sind ja Gärungsprozesse mit beteiligt, also Fruchtzucker, das geht ja auch wunderbar schnell. Also wir sind eigentlich so daueralkoholisiert. Es gab vor vielen, vielen Jahren gab es mal einen Film, ich glaube, das war Die Wüste lebt von Jimmy. Mhm. Oder, nee, Die Wüste lebt von, nicht von Jimmy, von Walt Disney. Und da ist eine Stelle, ich weiß nicht, ob das der die eine oder andere von euch kennt, da nehmen Affen so ganz viel runtergefallenes Obst auf und sind halt alle total betrunken hinterher. Und feiern da eigentlich Party in der Wüste. Also das sind ja so Dinge, die auch wirklich dann einfach passieren im Körper. Ich gehe hier nur durch, was auf dem Boden steht. Mhm. Sind wir bei den Rohköstlern? Weiß ich jetzt wirklich wenig zu. Ne? Also ich bin auch der Meinung, dass der Mensch das Feuer nicht nur für die Wärme erfunden hat, sondern auch um was damit zu machen mit der Nahrung. Und ja, kann ich wenig zu sagen. Ist auch nicht so mein Ding, alles roh zu essen. Ist aber, glaube ich, ein bisschen typabhängig. Ja, auf jeden Fall. Ich merke zum Beispiel im Sommer, liebe ich Rohkost, im Winter tut es mir nicht gut, es kühlt mich total aus. Und, ja. Es gibt ja erwiesenermaßen Nährstoffe, die sind einfach in der Rohkost besser resorbierbar. Und dann gibt es ja Nährstoffe, die sind halt auch nur in gedünstetem, erhitztem, gebratenem, wie auch immer Zustand resorbierbar, also aufnehmbar vom Körper. Was ja auch für so eine Mischung sprechen würde. Plus Rohkost ist natürlich auch was dann gerade bei längeren Verweildauerzeiten im Darm auch gerne mal gärt. Mhm. Können wir auch noch drüber reden. So, dann gibt es lass uns mal rechts unten anfangen, die Paleos, also die Steinzeitköstler. Ich glaube, man versucht zu imitieren, was es damals gab und heute auf den Teller zu bringen. Genau. Ich glaube, die essen kein Brot und sowas. Ja. Ne? Also Beeren, Nüsse und Fleisch. Fleisch, ja. Mhm. Aber Getreide dann eher unzubereitet. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Dann wahrscheinlich eher so die Keime. Mhm. Machen wir mal schneller. Ne? Wir wollen ja nochmal so durchgehen. Die Veganer? Was hältst du vom Veganismus? Ich weiß, du warst selbst vegan. Ich war auch lange. Wir waren beide lange vegan. Mhm. Mhm. Ich finde die Grundidee super. Mhm. Für mich persönlich hat es nicht funktioniert. Also ich war 3 Jahre vegan ungefähr und nach 2,5 Jahren, eigentlich nach 2, hat mir schon mein Körper gesagt, hier, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Verdauung wurde ganz miserabel. Dann habe ich verschiedene Sachen versucht wegzulassen. Dann habe ich irgendwann immer weniger gegessen. Dann kam ich wirklich in krasse Mangelerscheinungen. Also für mich war es wirklich gar nichts. Man sagt auch so, dass so nach 2,5 bis 3 Jahren alle Speicher des Körpers leer sind, die der Körper über Jahre aufgebaut hat. Und dass dann halt so nach 2 bis 3 Jahren halt die Mangelerscheinungen kommen, das war bei mir komplett der Fall. Das heißt, du würdest aber auf jeden Fall jetzt für alle Veganer, Veganerinnen, wir wollen das ja keinem aussprechen, nee, Gottes Willen, nicht. Wollen hier sowieso kein Statement machen, nur unsere Meinung teilen, ja. Aber auf jeden Fall eine Substitution empfehlen. Ne? Also klassisch Vitamin B12-Komplex, weil es einfach in pflanzlichen Nahrungsmitteln pur viel zu wenig enthalten ist. Ja. Magnesium, Eiweiße, auch da, gerade bei veganer Ernährung ist ein gutes Eiweißlevel absolut wichtig. Wobei zum Eiweiß ja später sowieso noch kommt. Genau, ja. Okay, die Ketos. Ketos, Keto, glaube ich, kennen die meisten mittlerweile, das ist überall in aller Munde. Ketogen heißt frei von Kohlenhydraten. Genau. Also es hängt mit dem Ketonkörper zusammen, mit dem Stoffwechsel, heißt kohlenhydratfrei. Genau. Mhm. Da braucht der Körper auf jeden Fall lange, bis er von Kohlenhydratstoffwechsel auf Fettstoffwechsel umgestellt hat. Ne? Mhm. Also da kann es dann gerade in der Anfangszeit auch oft zu Kopfschmerzen oder so ähnlichen Erscheinungen kommen. Ketogene Ernährung spielt halt darauf ab, dass nur der Fettstoffwechsel benutzt wird als Energiequelle und als Energievorkommen und die schnellere erreichbare Energie der Kohlenhydrate geht da ja verloren. Und da passieren ganz viele Abbauprodukte, Abbauprozesse in der Leber, ne, bei dem ganzen Fettstoffwechsel. Das heißt, Ketonkörper fallen an. Die Leute bekommen vielleicht auch so einen Mundgeruch, ne, der so ein bisschen an faulendes Obst erinnert. Ja, diese typische, die man von Nagellackentferner kennt. Genau. So Aceton. Genau. Mhm. Und ist sehr, sehr anstrengend für Leber und Niere. Nur,
innerhalb der ersten 72 Stunden. Ja. Da muss man dazu sagen. Also das ist eine Frage dann, macht man mal kurz an auf Keto, genau, oder stellt man um? Und wenn man umstellt, hat es ja sogar einige, genau, Vorteile. Ne? Mhm. Gut, also wir haben mal so die Hauptdinger, nur dass wir Begrifflichkeiten drin haben. Mhm. Und wir haben uns vorhin gesagt, okay, wir fangen mal mit der Frage an, um Ernährung überhaupt mal so an der Wurzel zu packen, was braucht denn der Körper überhaupt? Mhm. Und da steht jetzt bei uns auf dem Boden erstmal die sogenannten Makronährstoffe und dann die sogenannten Mikronährstoffe. Und ich würde gerne bei den Nährstoffen, ich sogar noch unter Baustoffe und so Heizstoffe unterscheiden. Also wir haben bei den Makronährstoffen die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette. Mhm. So, wo wollen wir anfangen? Lass doch bei den Kohlenhydraten beginnen. Ne? Jetzt haben wir gerade über die ketogene Ernährung gesprochen. Wollen wir mal erklären, wofür wir Kohlenhydrate überhaupt brauchen? Hauptsächlich auch, um Energie zu gewinnen, ne? und Energie zu haben. Kohlenhydrate sind extrem wichtig für die direkte Energie. Und da gibt es langkettige und kurzkettige. Langkettige Kohlenhydrate werden länger verarbeitet und bilden länger Energie als kurzkettige. Kurzkettige Kohlenhydrate sind zum Beispiel der klassische Zucker. Mhm. Mhm. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir dazu schnell weitergehen, gucken. Also Kohlenhydrate, ich glaube, was viele einfach nicht wissen, ich möchte es jetzt keinem unterstellen, der zuhört oder zuschaut, aber Kohlenhydrate sind Brennstoffe. Mhm. Das heißt, Kohlenhydrate ist nichts, was im Körper eingelagert wird. Also es wird schon eingelagert, und zwar in Leberglykogen und Muskelglykogen, aber um Verbrennungsprozesse zu unterstützen, die schnell laufen. Aber Kohlenhydrate sind nichts, aus dem der Körper etwas baut. Mhm. Also Kohlenhydrate geben keine Substanz im Körper. Das ist ganz wichtig zu wissen. Kohlenhydrate haben, wir brauchen ja immer, also unser Nervengewebe braucht Zucker, Glucose, Einfachzucker. Ohne den Einfachzucker funktioniert es nicht. Weder mit dem Denken noch mit irgendeiner anderen nervalen Geschichte im Körper. Dann braucht Zucker unsere Muskulatur, um arbeiten zu können. Und zwar für, du hast es gerade erwähnt, die schnelle Energiebereitstellung. Heißt also, ganz wichtig zu wissen, dass Zucker im Körper immer vorhanden ist. Und dass der Körper deshalb aus den anderen Bausteinen auch Zucker baut, um Zucker verfügbar zu haben. Wichtig aber, wir brauchen nur ein gewisses Amount von Zucker. Also wir brauchen nicht zu viel Zucker, weil, jetzt komme ich zu den Paleos, in der Natur so viel Zucker gar nicht zur Verfügung steht. Also die Natur hat süßes Obst, aber auch nur zu gewissen Jahreszeiten, Beeren, Früchte. Ja, Getreide, geh mal aufs Feld und nimm mal eine Roggenähre und kau die im Mund, also es wird dir nicht besonders gut bekommen. Also sprich, die Natur, Nüsse habe ich noch vergessen, die Natur bietet gar nicht so viele Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate sind also dafür da, dass unser Körper in der Lage ist, schnell Zucker in Energie umwandeln zu können, für Flucht, Kampf, Bewegung, sonst was. Mhm. Wir hatten nie in der Natur so eine Omnipräsenz und Verfügbarkeit von Kohlenhydraten, wie das heute der Fall ist. Und wir hatten das auch nie in der reinen Natur, bevor wir sesshaft wurden. Das muss man natürlich überlegen, dass die Zeit, in der sich der menschliche Organismus seinem Umfeld, seiner Natur angeglichen hat, viel länger in dem Prozess des gemeinsamen in Symbiose gehens war, bevor wir angefangen haben, alles zu kultivieren, als von dem Punkt an, wo wir wirklich alles kultivieren konnten. Mhm. Und ich sehe uns immer so in so einer, wir sind ja so geworden, weil wir mit der Natur und durch die Natur so gewachsen sind. Also gibt es ja auch ganz viele Prozesse sozusagen in der Homöostase mit der Natur, die wir heute so ein bisschen umgehen, weil heute unser Leben anders ist. Also wir brauchen Kohlenhydrate, zurück, back on the track. Aber wir können, glaube ich, festhalten, wir hatten nie so viel Kohlenhydrate wie heute. Genau, gerade die kurzkettigen. Ne? Genau. Ne? Und deshalb ist der Körper auf der einen Seite in der Lage, Kohlenhydraten aus vor allem Fetten, Eiweiße nur bedingt, in der Leber umzuwandeln, um sie dann in der Leber zu speichern, um sozusagen ein Reservoir zu haben und um sie in der Muskulatur zu speichern, damit die Muskulatur reagieren kann. Mhm. So, aber nur nochmal, das ist der einzige Nutzen der Kohlenhydrate und damit natürlich unser Nervenkostüm funktioniert. Mhm. Wir brauchen also immer einen gewissen Blutglukosespiegel. Mhm. Gut. Nur so im Hintergrund, weil ich würde gerne später natürlich auf Kohlenhydrate. So, jetzt hast du aber schon lang und kurzkettig gesagt. Mhm.
Genau, die, das ist ganz wichtig, da noch zu unterscheiden, weil diese Kurzkettigen eben sehr schnell verbrannt werden. Dadurch fallen wir dann auch nach einer Tafelschokolade zum Beispiel in so ein kleines Müdigkeitsloch. Mhm. Einfach der Glukosespiegel im Blut einfach auf und ab geht. Mhm. Kommen wir auch noch zu bei Eiweißen, können wir darüber noch sprechen. Mhm. Genau, und die Langkettigen, das sind vor allen Dingen Kohlenhydrate, die lange verwertbar bleiben. Mhm. Und auch relativ lange verdaut werden oder länger verdaut werden als kurzkettige. Mhm. Zum Beispiel langkettige Kohlenhydrate sind Kartoffeln, Möhren, alle möglichen Formen von Gemüse. Mhm. Ja, und, vielleicht können wir da an der Stelle gerade auch was sagen. Es gibt einen sogenannten glykämischen Index. Mhm. Also ein Index, der mal irgendwo, glaube ich, in Amerika irgendwie gemacht wurde, wo es einfach einen Referenzwert gibt. Hier in Deutschland ist es der Zucker, und zwar das Disaccharid unseres Haushaltszuckers. Und in Amerika ist der Referenzwert das Weißmehl Typ 502. Ne? Also ein gewisser Mahlgrad an Mehl. Und das Mahlgrad, finde ich, ist eine ganz gute Übersetzung dafür, weil du sagst, kurz und langkettig. Man kann sich das ja chemisch vorstellen, ist eine ganz lange Kette. Ne? So eine ganz lange Kohlenstoffkette, wo so ganz viele andere Sachen dranhängen. Je länger so eine Kette ist, kann man zwei Dinge sagen, desto weniger süß schmeckt sie. Also daran kann man ja auch die Kurzkettigkeit und Verfügbarkeit spüren. Und desto länger braucht es für den Körper, über Enzyme das quasi so klein zu hacken, damit es dann auch resorbierbar ist. Also in den Darmzotten, in der Mundschleimhaut schon, auch im Magen können ja schon kurzkettige Kohlenhydrate resorbiert werden und dann später im Dünndarm. Die müssen aber dürfen eine gewisse Größe nicht überschreiten, um da sozusagen durchzupassen. Mhm. Und je länger der Körper jetzt braucht, die klein zu hacken, desto länger braucht er für die Verdauung, desto langsamer werden die resorbiert, weil er von der langen Kette immer nur ein Stück abtrennt, wird resorbiert. Wenn ich also ein langkettiges Kohlenhydrat esse, eine Kartoffel, dann braucht die viel länger, bis sie im Blut ist. Mhm. Das hast du ja eben was mit der Berg- und Talfahrt gesagt, weil wir brauchen ja auf der einen Seite ein gewisses Maß an Glukose im Blut, auf der anderen Seite darf das nicht zu viel werden. Mhm. Na, ein zu hoher Zuckerspiegel ist ja auch toxisch an der Zellmembran. Mhm. Der perforiert ja die Zellmembran. Haben wir bei Diabetikern das Problem. Mhm. Und deshalb gibt es im Körper das wunderbare Insulin. Mhm. Ja, ein Hormon, der Pankreas, der Bauchspeicheldrüse, die dann Insulin ausschüttet. Und die Insulin ausschüttet, kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf bei Diabetes. Ich glaube, es macht Sinn, darüber zu reden. Um den Puffer, also um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Das heißt, das Insulin, kann man sich vorstellen, kommt Zucker rein ins Blut, wird also resorbiert, wird Insulin ausgeschüttet, wird sehr viel Zucker resorbiert in kurzer Zeit, weil kurzkettig und süß wird sehr viel Insulin ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Und das Insulin, ich mache es ganz vereinfacht, schließt die Zellen auf. Der Zucker darf in die Fettzelle rein oder auch in die Muskelzelle und auch in die Leberzelle, um gespeichert zu werden. Damit ist aus dem Blut draußen und damit ist das ein sogenannter anaboler Stoffwechselprozess, ne? Also ein aufbauender. Das zeigt uns schon so ein bisschen, warum zu viel Zucker uns auch ganz gerne mal so schnell in die Fülle führt, ne? So in die Leibesfülle. Mhm. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn. Deshalb ist es logischerweise sinnvoll, dass wir eher langkettige Kohlenhydrate essen, damit wir nicht so einen Insulin-Boost haben. Weil wenn der Insulin-Boost da ist und ganz viel Insulin rausgekommen ist und im Blut schwimmt, was ja den Zucker wegschwemmen soll, es kommt aber nichts nach, weil ja nichts klein gehackt wird, weil ich nur kurzkettige gegessen habe, dann sinkt mein Blutzuckerspiegel zu schnell ab, weil er noch viel zu viel Insulin im Blut ist, drückt also auch den Zucker raus in die Zellen, der jetzt eigentlich im Blut sein sollte. Und dadurch komme ich in Unterzucker, in Hungerasten, esse sofort wieder weiter. Mhm. Nur so als Erklärung, wer sich mit dem nicht so auskennt. Ne? Mhm. Weil du hast es eben so reingeworfen. Ja. Cool. Genau, was dabei dann auch ganz gut passt, ist, warum man eiweißreich in den Tag starten sollte, weil ein eiweißreiches Frühstück dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel relativ konstant bleibt durch ein bestimmtes Peptid, das heißt GLP-1, was dann vermehrt ausgeschüttet wird, was einfach die Insulinregulation besser steuert.
und auch so ein bisschen das Sättigungsgefühl länger anhält im Magen. Lass uns doch gleich weitermachen, Eiweiße. Mhm. Die sogenannten Proteine, wofür brauchen wir sie? Wir brauchen sie, das ist natürlich auch eine wichtige Energiequelle. Ne? Proteine, jeder Muskel braucht Proteine. Mhm. Proteine bauen Muskulatur auf. Es ist ein Baustoff, es ist kein Brennstoff. Mhm. Es ist ganz wichtig, das zu wissen, dass Proteine in der Leber umgebaut werden müssen, damit sie verwertbar bleiben und verwertbar sind. Das fällt mir jetzt als erstes zu Eiweißen ein. Mhm. Also Proteine, der große Unterschied, sie können als Energielieferant herangezogen werden, aber es ist für die Leber unglaublich umständlich. Mhm. Deshalb können wir gleich mit zu einer mehr brechen. Mache ich eine Diät, verliere ich Muskelmasse? Nö. Na, also wenn ich die Muskulatur nutze, der Körper erhält immer das, was gebraucht wird, dann verliere ich nämlich keine Muskelmasse. Ich sehe dünner aus, weil mit jedem, wenn ich eine Diät mache, mit jedem Gramm Kohlenhydrat rund 3 Gramm Wasser mitgeschleppt werden. Also verliere ich in erster Linie Wasser. Und dadurch sehe ich auch ein bisschen leaner aus und verliere Gewicht. Aber es ist keine Muskelmasse. Der Muskelquerschnitt nimmt ab, wenn ich Wasser rausbringe, klar. Aber ich verliere kein Muskeleiweiß. Ja. Das ist eine Mehr. Und viele denken halt, oh, ich mache eine Diät, da baue ich Muskulatur ab. Nee, bauen wir nicht ab. Mhm. Ne? Also es ist ein Baustoff, kein Brennstoff. Wird wirklich nur als Brennstoff angezogen, wenn gar nichts mehr geht. Mhm. Baustoff. Was baue ich aus dem Eiweiß alles auf? Ganz viele essentielle Aminosäuren. Ne? Das sind Energielieferanten für alle Zellen. Mhm. Oder auf was wolltest du jetzt hinaus? Ne? Mach weiter. Und da ist es auch immer so ein bisschen wichtig zu wissen, gehe ich jetzt nochmal auf diesen NNU-Wert ein, das ist wirklich wichtig, auch bei allen Ersatzprodukten, bei Proteinpulvern, ist es immer wichtig, dass man wirklich nur essentielle Aminosäuren zuführt, weil bei jedem Umbau von Eiweiß in der Leber natürlich Giftstoffe anfallen und metabolische Abfallprodukte, die irgendwie verwertet werden müssen, beziehungsweise ausgeschieden werden müssen. Und da ist es extrem wichtig, dass man erstens seinen Eiweißspiegel konstant hält über den Tag. Das sind so, ich glaube, 1,3 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist schon immens. Ja, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Ne? Es geht ja von 0,7, 0,8 bis 2,5 Gramm, genau, was Leute glauben zu brauchen pro Kilogramm. Und jeder, der viel körperlich arbeitet, braucht natürlich auch mehr. Wollte ich gerade drauf hinaus. Ne? Also machen wir viel, haben einen erhöhten Proteinbedarf. Genau. Ich würde gerne ganz kurz fast eben, früher ist es PER, die biologische Verwertigkeit. Mhm. Also ein Eiweiß ist ja eine komplexe Struktur aus Peptiden. Mhm. Wenn man diese Peptide wieder spaltet, ist man bei den einzelnen Aminosäuren. Mhm. Jetzt hat der Körper 21 oder 23, ich weiß es gar nicht, essentielle Aminosäuren. Also es gibt ein paar 20 Aminosäuren, die der Körper essentiell braucht, die er also nicht selbst herstellen kann. Mhm. Und den Rest macht die Leber. Das ist ganz wichtig. Und dadurch braucht ein Protein, wenn es für uns biologisch verwertbar sein soll, immer diese, ich glaube, 21 essentiellen Aminosäuren. Und jetzt gibt es immer in der Natur das Prinzip der sogenannten limitierenden Aminosäure. Also die Aminosäure, die von den essentiellen sozusagen am niedrigsten ist, von den Proteinen, was ich konsumiere, die ist quasi der limitierende Faktor, wie viel ich von dem Protein in Körperprotein umwandeln kann. Mhm. Ja, weil der Körper ja diese ganzen Aminosäuren braucht für sein eigenes Peptid, für sein eigenes Protein. Und jetzt liegt es auf der Hand, dass uns natürlich, und jetzt erlaubt uns den kleinen Ausflug, wir kommen auch gleich zurück, dass es nicht sein muss, aber dass erst einmal das tierische Protein für uns besser verwertbar ist. Ich spreche nicht von bekömmlicher oder besser, aber besser verwertbar, weil das tierische Protein dem menschlichen natürlich viel ähnlicher ist. Und deshalb ist die limitierende Aminosäure in dem typischen, keine Ahnung, Putensteak, was wir früher alle so gegessen haben, oder im Hühnchen, natürlich viel besser verwertbar, oder im Ei klar, als jetzt zum Beispiel das Protein einer Kartoffel. Mhm. Gibt ja auch Protein. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Nächste, im pflanzlichen Bereich kombiniert man Proteine. Genau. Und damit bilanziert man quasi die verschiedenen Aminosäureprofile verschiedener Pflanzen, und das kann man nachlesen, zu sich ergänzenden Proteinen, die dann genauso oder annähernd so gut bioverfügbar werden wie ein tierisches Protein. Ne?
Aber wichtig ist, wir können bei Pflanzen halt, wenn wir, und das gehe ich so ein bisschen auf die vegane Ernährung oder auf die vegetarische, bei Pflanzen muss man halt geschickt kombinieren. Also wir können nicht sagen, oh, das ist hoch an Protein und dann haue ich mir nur dieses Pflanzenprotein rein, sondern ich muss verschiedene Pflanzenproteine miteinander kombinieren, damit sie, auch wenn sie einen hohen Proteingehalt haben an Pflanzenprotein, in einen hohen Proteinanteil im Menschen umgewandelt werden können. Also 30% Protein in irgendeiner Pflanze bringen mir halt vielleicht nur 14-15% an Körperprotein oder an Prozent. Kombiniere ich das ja mit dem anderen, dann kann ich vielleicht auch auf meine 25-30-40 kommen. Und beim Tier geht es halt fast sofort. Deshalb an alle, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, nur dieser kleine Appell, das geht wunderbar, aber man muss ein bisschen aufpassen, was man isst. Man kann nicht einfach irgendwas essen, nur weil da drauf steht, reich an Protein. Mhm. Mhm. Also muss dem Körperprotein nah sein und im Idealfall kombiniert werden. Mhm. Ne? Das ist ganz, ganz essentiell. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Nee, habe ich es leider vergessen. Wenn du es nicht weißt, würde ich gerne, weil du hast natürlich auch von was anderem ganz Wichtigen gesprochen. Protein wird aufgenommen im Dünndarm, geht in den Fortaderkreislauf in die Leber und wird in der Leber erstmal umgebaut. Mhm. Also es geht in der Leber in den sogenannten Aminosäurepool über und die Leber sorgt wiederum dafür, jedes Körperprotein selbst herzustellen. Und du hast jetzt eben schon gesagt, da fallen Abfallprodukte an. Heißt also, dass der Proteinstoffwechsel und die Proteinsynthese durchaus mit zum Teil ungewünschten Abfallprodukten zu tun hat. Genau. Mhm. Ja, das ist da ganz wichtig zu erwähnen, weil gerade viele im Fitnessbereich sehr, sehr viel substituiert wird an Proteinen. Ne? Da habe ich jetzt im Laufe meiner 10-jährigen Berufserfahrung schon viele erlebt, die wirklich ordentlich Probleme bekommen haben. Und es liegt halt daran, dass man bei den ganzen Proteinersatzprodukten oder viele nehmen ja auch mittlerweile sehr hoch Kreatin. Kreatin ist total wichtig. Ne? Es ist auch okay, wenn das supplementiert wird, aber viele gehen da wirklich richtig in die Überdosierung in meinen Augen. Es ist unglaublich anstrengend, ne, für den ganzen Harnstoffwechsel bzw. für die ganzen Organe, das abzubauen, ne? Diese metabolischen Abfallprodukte, die da entstehen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Strukturen das sind, aber es ist so, dass auf jeden Fall die Niere vermehrt zu Nierensteinen führt und es können auch Blasensteine entstehen. Mhm. Da wollte ich mich gerade hinaus. Ne? Also, weil das ist ja nicht nur die Leber, sondern zu viel an Protein belastet einfach komplett den Nierenstoffwechsel. Genau, den Harnstoffwechsel, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, da zu wissen. Und also gerade das Protein, was nicht verwertbar ist, belastet den Nierenstoffwechsel und den Harnstoffwechsel natürlich auch. Ja. Genau, ja. Okay, gehen wir mal, was würdest du vielleicht bei Eiweißen was würdest du sagen, wo ist für dich die Grenze oder wo ist, wie viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht für einen ganz normalen Durchschnittsmenschen? Was denkst du, also, wo sind wir da? Ich denke, da sind wir bei 1,3 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, gerade für Leute, die halt körperlich arbeiten. Das habe ich jetzt für mich rausgefunden, dass das für mich eigentlich wirklich das Optimale ist. Für mich, es ist auch wichtig, in meinen Augen den Eiweißbedarf eher tagsüber aufzufüllen. Hat aus dem Grund, das haben wir gerade besprochen, dass der Glukosespiegel einfach konstant bleibt, plus wir tagsüber einfach aktiver sind und mehr Bedarf haben und abends weniger Eiweiße und gerade auch weniger Fette, um einfach die Leber wirklich nachts auch den Entgiftungsprozessen Zeit zu geben und nicht, damit die Leber nicht noch nachts damit beschäftigt ist, irgendwelche Eiweiße oder Fette zu spalten. Ne? Und da kann man sich so ein bisschen langhangeln, ne? Was ist so der eigene Bedarf? Man kann das immer so ein bisschen auch für sich selbst mal versuchen rauszufinden. Ne? Und ob man überhaupt, ich glaube kaum einer, das ist jetzt vielleicht auch, greife ich jemandem zuvor, aber ich glaube wirklich nicht, dass die meisten zu wenig Eiweiße zuführen, ne, wenn sie mal ihre Nahrung tracken. Ja. Und ist
glaube nicht, dass das die meisten auf 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht überhaupt kommen. Also der DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat mal die Untergrenze mit 0,8 Gramm definiert vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie das aktuell ist, aber das ist kursiert ja seit... Ja. Ich erinnere mich zurück, weil ich habe da eine Historie. Ich habe ja früher auch natürlich in meiner Jugend Kraftsport gemacht, wie die meisten. Und da war wirklich 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Nach dem Motto, iss mehr, wirst du mehr. Ist natürlich eine sinnlose Überlastung der Niere, des Harnstoffwechsels, weil das geht ja alles raus. Ne? Aber ich glaube, so irgendwie zwischen einem Gramm und 1,5 Gramm sind wir alle gut dabei, pro Kilogramm Körpergewicht. Und da sprechen wir aber jetzt von biologisch verwertbarem Eiweiß. Mhm. Vielleicht eine Anmerkung. Man muss das nicht immer direkt kombinieren. Mhm. Also ich muss jetzt nicht jetzt Kartoffeln mit Ei essen oder jetzt Hülsenfrüchte mit Reis oder wie auch immer, sondern es langt auch, das zeitversetzt über zwei Mahlzeiten zu tun, ne? Weil es natürlich in der Leber landet, aber in der Leber wird es bilanziert. Mhm. Deshalb wäre es schön, wenn man es vielleicht über zwei Mahlzeiten zusammenpackt. Über eine geht auch, aber man muss nicht immer jedes Mal alles in sich reintupfen, was da nicht reinpasst. Ja. Kommen wir zu den Fetten. Mhm. Weil ich glaube, die Fette sind ja etwas, boah, was so lange diskutiert wurde. Fettarme Ernährung, Fettreduzierte hier, Fettreduzierte da, die ganzen Leitprodukte. Jetzt muss man dem Fett natürlich eins sagen. Ja, das, was wir zu viel haben, ist Fett. Mhm. Klar, ne? Also die Körpermasse, die wir nicht brauchen, ist weitestgehend Fett. Wir wachsen jetzt nicht an Muskulatur, wenn wir uns nicht bewegen und zu viel essen. Das liegt auf der Hand. Insofern ist Fett ja ein von der Natur gedachter Speicher für Notzeiten. Mhm. Klammer auf, die es ja gar nicht mehr gibt heute. Mhm. Klammer zu. Und so ist ja auch der Organismus aufgebaut, dass er das tun kann. Fantastisch. Speichern. aber wir wissen mittlerweile auch, wir brauchen Fette. Mhm. Und wir brauchen Fette als Brennstoffe. Mhm. Oder wir können sie heranziehen als Brennstoffe. Das können wir gleich wieder später zu den Kohlenhydraten zurückkommen. Mhm. Aber wir brauchen sie vor allem auch als Baustoffe. Mhm. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Also einmal ist das Fett Teil des Bindegewebsapparats. Ne? Also Fett ist Isolation, thermisch, mechanisch, also die ganze Nierenkapsel, Handwurzeln, Fußwurzeln, um die Ferse. Also wenn ich da kein Fett hätte, ne? Verstärkende Strukturen, puffernde Strukturen, thermisch isolierende Strukturen. Also ganz ohne Fett wäre ziemlich doof. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch wunderbares, es gibt Baufett und es gibt Speicherfett. Mhm. Das Bauchfett, das wäre Speicherfett, das wollen wir natürlich nicht oder nicht zu viel. Aber wir wissen ja, neben dem Fett, als für diese beiden Komponenten ist ja was ganz Wichtiges. Fett geht mit den Proteinen, also Fette sind Lipide, die Proteine, jede Zelle hat ganz viel Lipoprotein, also eine Kombistruktur, die auch in der Leber aufgebaut wird aus den Beinen. Alle Zellmembranen sind aus Fett und Eiweiß. Unser ganzes Nervengewebe, unser ganzes Gehirn. Mhm. Ne? Also ohne Fett kein Denken. Läuft nichts. Nee. Also so viel vorweg. Das unterscheiden wir generell zwischen guten und schlechten Fetten. Mhm. Mhm. Klären Sie mal auf. Das sind entweder die Omega-3-Fettsäuren oder die Omega-6-Fettsäuren oder das HDL oder LDL-Cholesterin. Ne? Und es gibt ja noch die Gefettigten und die Einsamen. Genau, einfach. die Gefettigten. die gefetteten Fette. Die Gesättigten. Also genau, es gibt Gesättigte, einfach und mehrfach Ungesättigte. Mhm. Genau. Mhm. Und du hast noch ein ganz wichtiger Faktor bei den Fetten, ist es sind auch natürlich ein ganz großes Antioxidans, ne? Also gerade Omega-3. Mhm. Ne? Und was da auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Fette natürlich auch zum Kochen verwendet werden. Und was auch total wichtig ist und total gut. Und Fett ist immer ein Geschmacksträger. Mhm. Aber jede Erhitzung in der Pfanne, gerade von mehrfach ungesättigt. Genau. Nicht, dass ich das so falsch sage, ja, genau, die mehrfach ungesättigten sind's. Das sind so Rapsöl, Sonnenblumenöl, das ganze Zeug.
Wenn die erhitzt werden, entstehen oxidative Prozesse, oxidative Fette, die dann wiederum oxidativen Stress in der Zelle auslösen. Mhm. Also so ein kleiner Teufelskreislauf dann. Und es ist sehr, sehr wichtig, Fette zuzuführen, gerade gesunde Fette. Wir sprechen von Kalb und Olivenöl zum Beispiel. Olivenöl ist super. Mhm. Fische haben ganz viel Omega-3-Fettsäuren. Bei Fischen muss man auch wiederum darauf achten, okay, wie ist denn da die Quecksilberbelastung? Mhm. Ne? Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema aktuell. Mhm. Da hast du Hering, Makrele mit den niedrigsten Werten. Und Fett ist unglaublich wichtig. Vielleicht sollte man zu den Fetten noch was, man kann sich das ein bisschen vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle wissen, was ist gesättigt, einfach ungesättigt, mehrfach ungesättigt und was hat es mit den Omegas auf sich. Weil eigentlich ist das, es kommt aus der Chemie. Mhm. Und eigentlich kann man sich das vorstellen, wir haben wieder eine ganz lange Kohlenhydratkette. Und Kohlenhydrat gesagt? Eine ganz große Kohlenstoffkette. Also da steckt das Wort Kohle schon drin. Kohlenstoffkette, also es ist ja alle, die ganze organische Chemie ist ja Kohlenstoffchemie. Das heißt, wir haben Kohlenstoffe und Kohlenstoffe nehmen halt einfach ein gewisses Maß an Liganden, nennt man das, also an Reaktions-, an Oxidationspartnern, mit denen sie Bindung eingehen auf, und zwar genau 4. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt hier ein Kohlenhydrat hat und noch ein Kohlenhydrat und dann habe ich oben, links, unten und rechts jeweils eine Bindung, damit ist das Kohlenhydrat durch, gesättigt. Und wenn ich jetzt ein langes Öl habe, ein langes Fett, und dann ist jedes Kohlenhydrat mit dem nächsten auch verbunden fest. Dann heißt das, dass jedes von diesen, ich sage schon wieder Kohlenhydrate, von diesen Kohlenstoffatomen, dann hat jedes von diesen Kohlenstoffatomen in dieser Kette, ich muss jetzt langsamer sprechen, Kohlenstoffatome, hat einen Reaktionspartner. Und damit, wenn man sich jetzt vorstellt, so eine ganze Kette, ganz viele Cs, C, 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 so nebeneinander. Und dann hat jeder oben ein Wasserstoffatom dran, jeder unten ein Wasserstoffatom dran. Und die beiden letzten Atome haben rechts und links noch einen Wasserstoff. Und zwischendurch sind die verbunden. So. Es könnte statt der Wasserstoffbinde, könnte jetzt irgendwo so eine sogenannte funktionale Gruppe dranhängen, also ein anderer Reaktionspartner. Dann wäre dieses Molekül gesättigt. Heißt, weil gesättigt heißt nur, jedes Kohlenstoffatom hat einen Partner. Mhm. Und dadurch ist das sehr gesättigt, weil es abgesättigt mit Reaktionspartnern ist, mit Verbindungspartnern, und hat jetzt eine ganz wichtige Eigenschaft, die kann man ja merken, es ist fest bei Raumtemperatur. Und dadurch sind gesättigte Fette für uns thermisch stabil. Sie sind aber keine Radikalfänger, ich erklär gleich warum. Und sie sind für uns nicht geeignet, Zellmembranen aufzubauen, weil sie halt von ihrer Struktur nicht mehr reaktionsfähig sind. Also wenn jedes Kohlenstoffatom mit einem Partner hat, mit dem es fest verbunden ist, dann ist es thermisch stabil, weil es halt gesättigt ist, weil es halt einen festen Partner hat. Und dadurch kannst du da viel Hitze draufbringen, wie du willst, das geht halt kaum kaputt. Dadurch kannst du aber auch die Leber nicht nutzen, um darauf was Schönes zu bauen für die Zelle. Und somit kann man sagen, sind diese gesättigten Fette, wenn wir nicht zu viel davon konsumieren und die dann unseren Körper verstopfen, sozusagen Rein-Raus-Produkte. Geschmacksträger, Lösungsmittel für fettlösliche Vitamine und Mikronährstoffe. Aber aus denen können wir nichts aufbauen. Also deshalb scheiden Kokosfette oder Butter oder sowas, scheidet aus, wenn es darum geht, daraus etwas aufbauen zu wollen, Körperstruktur. Wenn ich jetzt aber eine Struktur aufbauen will, was ja der Körper braucht, brauche ich einfach oder vor allem mehrfach ungesättigte Fette. Ungesättigt heißt, dass jetzt zwischen diesen Kohlenstoffatomen, dass halt nicht jedes Wasserstoffatom draußen hat, sondern Atome, Kohlenstoffatome miteinander sogenannte Doppelbindung eingehen. Dadurch sind die ungesättigt, weil da fehlt ja ein Ligand. Und an dieser Stelle kann jetzt quasi eine neue chemische Verbindung entstehen. Und deshalb können an dieser Stelle zwei Dinge passieren. A, wenn ich irgendwo ein Radikal im Körper habe, also ein sehr reaktionsfreudiges Molekül, was sonst Zellschaden anrichtet, das richtet quasi an diesen fetten Zellschaden an, also das knackt das Fett auf. Damit bindet das Fett das Radikal, kann aber danach auch nicht mehr zum Aufbau von neuen Körperstrukturen
herlangen und ist damit ein Radikalfänger. Je mehr von diesen Doppelbindungen ich habe, also je mehr ungesättigt das ist, desto reaktionsfreudiger ist es. Und deshalb kann ich diese Fette natürlich auch nicht erhitzen, weil die sonst durch die Erhitzung kaputt gehen. Also muss ich solche mehrfach ungesättigten Fette, hochwertige, kalt, am besten ohne Licht aus dem Kühlschrank direkt konsumieren, damit mein Körper was daraus machen kann und sie in mir als Radikalfänger fungieren. Und jetzt gibt es ja dieses Omega-6 und Omega-3. Damit kann ja kein Mensch was anfangen. Und das ist einfach nur ein chemischer Begriff, ne? Also Omega ist der Punkt, wo die erste Kohlenstoff-Doppelbindung stattfindet. Ich weiß das nur durch Zufall, weil ich habe mal Chemie studiert, vor langer, langer Zeit, aber auch nur die Hälfte des Studiums. Und die erste Doppelbindung ist quasi zwischen dem dritten und vierten Kohlenstoffatom. Und deshalb ist es eine Omega-3-Fettsäure. Und die erste Doppelbindung zwischen sechsten und siebten nennt man Omega-6. Und es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Omega-3, wenn es schon am dritten die Doppelbindung hat, mehrfach ungesättigt ist und damit reaktiver und umbaufreudiger größer. Und das einzig Wichtige, was man sagen kann, was man mittlerweile herausgefunden hat, ist, dass Omega-3 und Omega-6, dass wir beide brauchen, aber wir brauchen ein gewisses Verhältnis. Und wir konsumieren bei uns zu viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3. Und was man mittlerweile weiß, ist, dass Omega, wenn man Omega-6 runter und Omega-3 rauffährt, alle entzündlichen Prozesse im Körper runtergehen. Mhm. Und wenn wir im Verhältnis zu Omega-3 zu viel Omega-6 konsumieren, kann man empirisch sehen, haben wir erhöhte Entzündungswerte im Körper oder mehr entzündliche Prozesse. Also nur, um das so ein bisschen einordnen zu können, also sprich, je hochwertiger ein Öl, desto weniger ist es zum Kochen geeignet und desto später sollte es über die am besten gerade noch warme Speise gekühlt, aufgeschüttet und direkt konsumiert werden. Mhm. Ja, weil diese Fette halt A, radikalen Schutz bieten und B, Körperstruktur aufbauen. Mhm. Ja? Und ich weiß, dass viele Jahre halt einfach Fette total verteufelt wurden. Mhm. Komplett. Ja? Ich habe das jetzt endlich verstanden, Timo. Das war ja Wahnsinn. Mit ungesättigt und gesättigt. Ja. Ja, vielen Dank. Okay, ich mache das mal auf. Hätte ich nicht Kohlenhydrate super gesagt, sondern Kohlenstoff, wäre das auch noch klar gewesen. Fantastisch. Super. Okay, also so viel zu den Fetten. Mhm. Also wir brauchen sie. Ganz wichtig. So, jetzt haben die Fette eine Besonderheit und jetzt können wir bei den Kohlenhydraten wieder anfangen. Dann wird eins klar, glaube ich, unseren ZuhörerInnen. Wir haben gesagt, Eiweiße sind Baustoffe, die fast nicht zur Energiegewinnung angezogen werden. Kohlenhydrate sind reine Verbrenner. Und Fette sind beides. Und dazu gebe mal wieder an dich ab. Wir waren ja vorhin beim Keton-Körper. Ah, ja, stimmt. Ne? Genau. Stichwort. Jetzt, ja, ich war gerade noch so geflasht von dieser Erklärung. genau. Schön, wenn ich dir auch mal was erklären kann. Ja, super cool, echt. Zur Energiegewinnung werden Fette auch herangezogen. Ne? Wissen wir jetzt über die ketogene Ernährung, da haben wir drüber gesprochen. Allerdings ist das Speicherfett, was dann umgebaut wird in Energie. Das heißt, es ist bei jeder Fastensituation wird Fett als Energieträger dann verwendet. Mhm. Und was mir aber noch ganz wichtig ist, ist zu erwähnen, dass die Umstellung auf Fettverbrennung Zeit braucht. Mhm. Zweitens auch eine gewisse Form von Stress für den Körper ist. Erstmal ja. Ja. Was ganz kurz nur, damit das ist klar, was total dagegen spricht, immer mal so kurze Hungerperioden einzulegen. Genau, ne? Genau. Richtig. Jetzt müssen wir gleich wieder zum Intervallfasten sagen, sonst können wir so aber das Intervallfasten. Ja, das ist auch super, super interessant. Was wollte ich denn dazu jetzt noch sagen? Wir hatten die Fettverbrennung im Stress, ja genau, und dadurch entsteht ja auch wieder Stress für den Körper und erhöhter Verbrauch von Mineralien. Mhm. Ne? Und muss ich da einfach im Klaren sein, dass jede Form von extremer Ernährung immer auch verschiedene Dinge nach sich zieht. Ne?
Ja. Wir haben beide Luft geholt. Ja, sagt wer. Nee, mir fällt gerade wieder so auf, weißt du, mir kommt es wieder gerade so vor, wenn wir darüber sprechen, dass wir wieder am gleichen Punkt rauskommen, wo wir am Anfang waren. Nämlich, dass wir einfach uns gar nicht, wir befinden uns in keiner Zeit momentan, wo der Körper den Bedingungen ausgesetzt wäre, für die er eigentlich programmiert wurde. Mhm. Das fällt mir gerade wieder so auf, ne, wenn wir darüber sprechen. Weil das ist ja alles sinnvoll, dass wir Fette verstoffwechseln. Und es ist ja alles sinnvoll, dass wir, wenn wir im Sommer auf die Jagd gehen, wenn es wieder aktiv wird, ja, oder im Feld sind oder halt aktiver sind, dass wir dann kurzkettige Kohlenhydrate haben, weil wir einfach einen erhöhten Energiebedarf haben durch erhöhte körperliche Arbeit. Aber in Phasen der Passivität ist es ja total sinnvoll, über einen längeren Zeitraum dann von unseren Fettreserven und von Eingemachtem zum Beispiel auch zu zehren, weil diese Prozesse ja, also diese Energiegewinnungsprozesse aus dem Fett, die sind ja zutiefst gesund, in Anführungszeichen. Ich tue mich mit dem Wort gesund immer schwer, weil gesund ist immer so eine Frage der Homöostase. Aber in der Natur existiert halt wenig nebeneinander her von den beiden. Also entweder wir sind eher in so einer Kohlenhydratphase, Sommer, oder wir sind dann eher so im Winterlichen, wo das andere eine Rolle spielt. Und das heißt, der Organismus hat in der Natur eigentlich immer Zeit, sich umzustellen. Und bei uns halt nicht. Wir sagen, boah, wir haben diese mega Dauerverfügbarkeit von Kohlenhydraten, hauen uns rein, was es nur gibt. Stopfen uns total mit Kohlenhydraten voll, haben Insulinausschuss ohne Ende, entwickeln Insulinresistenzen und Co. Und dann denken wir, jetzt habe ich ein bisschen zugenommen, jetzt muss ich zack abnehmen. Und das ist immer so ein Hin und Her. Wir kennen es ja vom Jojo-Effekt. Und das ist ja eigentlich nichts, worauf sich der Körper einstimmt. Vielleicht können wir ganz kurz mal, damit es für alle, die zuhören, einen Sinn ergibt, so ganz kurz darstellen, wie das im Körper abläuft. Weil es ist ja so, dass wir von der Energiebereitstellung, die Energiebereitstellung läuft erstmal über die Zucker, weil es das Schnellste ist. Und wenn wir den Zucker verstoffwechseln, dann haben wir eine relativ saubere Verbrennung. So, wie bei so einem Katalysator, da gibt es den schönen Zitronensäurezyklus, haben wir in der Schule alle gelernt. Dann kommt da hinten Uni Wasser und CO2 raus und das ist eine saubere Sache. Erstmal. Wenn wir jetzt beginnen, den Zucker runterzufahren, dann heißt das erstmal, dass der Körper an seine Zuckerreserven geht, weil er noch nicht in der Energiegewinnung auf Fett umgestellt hat. Also es ist so ein Prozess, wenn der Körper jetzt merkt, okay, das Leberglykogen, das neigt sich dem Ende zu, und das Muskelglykogen, wo das gespeichert ist, kann man eine Zahl dazu nennen, rund 300, je nach Körpergewicht, zwischen 300 und 400 Gramm gespeichertes Glykogen im Körper, was Muskel- und Leberglykogen ist, Pi mal Daumen, vielleicht gibt es da auch, vielleicht hast du neue Zahlen, aber so Pi mal Daumen. Und jetzt kann man das einfach mal die Zahl 4 nehmen, weil ein Gramm Kohlenhydrate, das ist ja Glykogen, hat rund 4 Kalorien. Also könnte man sagen, sind wir bei 1600 Kalorien, sind wir bei 2000 Kalorien, können wir leichter rechnen. Also wenn wir einen Tag nichts essen und wir haben nichts nachzuresorbieren im Darm, sind wir nach einem Tag leer. So am Tag unser Glykogenspeicher erstmal leer. So, das ist dann auch der Punkt, wo der Körper schon nebenher umstellen muss auf Fettverstoffwechselung, weil sonst liefe er Gefahr, wenn er keinen Zucker mehr bekommt über die Nahrung, weil ich jetzt faste oder keinen Zucker mehr zu mir nehme, also mit Zucker meine ich Kohlenhydrate, dass er in eine Unterversorgung fürs Nervengewebe kommt. Kann er sich ja gar nicht leisten, da gehen ja die Lampen oben aus. Also muss der Körper anfangen, Fette mit zu verstoffwechseln. Und das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, das Insulin sinkt. Der Gegenspieler von Insulin ist Glucagon, ein anderes Hormon wird ausgeschüttet, auch von der Bauchspeicheldrüse, was die Zellen wieder aufmacht. Fett geht raus, Fett schwimmt, ich mache es ganz plastisch, zur Leber. Die Leber nimmt sich das Fett, sagt, boah, da muss ich jetzt ganz dringend Kohlenhydrat draus machen. Wichtig. Und die Leber ist erstmal damit beschäftigt, Glucose aufzubauen. Das ist auch der Stress, den du meintest. Das ist anstrengend. Damit gehen erstmal die ganzen Entgiftungs- und die anderen Prozesse, die Leber auch machen muss, runter, weil es Priorität hat. So, und im Zuge dieses Fettverstoffwechselns passiert jetzt, passiert, passiert,
passiert etwas, dass der sogenannte Ketonkörper ausgeschieden wird. Mhm. Also ein Stoffwechselendprodukt dieses Fettstoffwechsels. Und jetzt ist was ganz Wichtiges, mit dem Ketonkörper, der wird erstmal über die Lunge als Aceton abgeatmet. Mhm. Das gibt diesen fiesen Geruch, na, diesen Nagellackgeruch. Und über die Haut halt. Und über die Haut. Du riechst. Mhm. Und jetzt kommt da was Interessantes. Wenn ich jetzt wieder umschalte auf Kohlenhydrate und das Gleiche immer hin und her mache, dann bin ich in diesem ewigen Belastungsprozess drin für die Leber, in diesem ewigen Belastungsprozess durch den Ketonkörper. Mhm. Wenn ich das aber länger ausschalte, und jetzt bin ich bei so einem, der magischen Grenze von rund 72 Stunden, dann schaltet der Körper um auf die sogenannte Ketogene, auf den ketogenen Stoffwechsel. Und jetzt ist er in der Lage, im Mitochondrium der Zelle, soweit ich da richtig informiert bin, das Keton direkt zu verstoffwechseln. Mhm. Und jetzt bin ich, und erst jetzt, in einem Stoffwechselzustand, wo ich keine Kohlenhydrate mehr brauche. Mhm. Und wo durch das Verstoffwechseln des Ketonkörpers die Verbrennung der aus dem Fettstoffwechsel resultierenden Endprodukte wiederum, die erstmal Stress für den Körper sind, die sozusagen rückstandslos zu verfeuern, sodass dann die Verbrennung von Fetten eine ganz saubere Sache wird. Mhm. Mhm. Also ich finde, das ist sowas, was man so ein bisschen erklären muss, weil dieses immer hin und her ist doof. Wir brauchen eine Zeit, dass sich der Körper daran gewöhnt, auf diesen Ketonkörper zugreifen zu können und in den Stoffwechselprozess zu kommen. Und jetzt haben bestimmt schon einige Zugehörige gesagt, ja, aber dann geht es mit Intervallfasten ja nicht. Wenn ich immer nur 16 Stunden Intervallfaste, und jetzt muss man dazu eins sagen, das kann der Körper lernen. Und wenn der Körper häufiger in solche Stoffwechselzustände kommt, kann er schneller reingehen. Mhm. Wenn ich den also einmal über einen längeren Fastenprozess daran gewöhne, in diesen Ketonzustand zu gehen, in diese ketogene Stoffwechselphase, diese sogenannte Ketose, ne, dann kann der auch früher oder später früher darauf zugreifen. Mhm. Dadurch könnte ich den Körper daran gewöhnen, sein Fett zu nutzen. Und es hat noch ein paar andere Vorteile auch. Ja, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig im Sinne der freien Radikale. Ne? Die werden natürlich auch dann eingefangen. Und es ist bei Intervallfasten ist ja, glaube ich, nicht der primäre die primäre Idee dahinter, wirklich in die Ketogene oder in den Fettstoffwechsel zu kommen. Ne? Ich glaube, beim Intervallfasten ist es eher, dass man den Körper an gewisse Hungerperioden gewöhnt, ne? Um natürlich auch Fett eher schneller abzubauen. Da wären wir jetzt wieder im Fettstoffwechsel, aber allerdings auch darum, dass man nicht ständig Nahrung zuführt, nicht ständig füttert, dadurch weniger Fett aufbaut, ne? Und dadurch auch eine ganz andere Energiegewinnung hat. Ich glaube, oder ist es nicht so, dass Intervallfasten ist Ziel, das darauf hat, auf den Stoffwechsel tatsächlich, auf den Fettstoffwechsel? Nein. Das Intervallfasten hat ja noch ganz andere Sachen. Mhm. Also ich glaube, das Intervallfasten ist ja ein Versuch, das normale Fasten zu simulieren. Mhm. Weil früher haben wir ja im Winter fasten müssen, weil nichts da war. Ja. Also früher heißt ganz, ganz früher. Ne? Also ich denke immer an, wie ist der Organismus Mensch mit der Natur zusammengewachsen, hat sich adaptiert. Und was ja ganz... Es werden ja ganz andere Prozesse angestoßen, die sonst nicht angestoßen werden. Wir haben zum Beispiel eine STH, also eine somatrope Hormonausschüttung, Wachstumshormon. Mhm. Ganz viele, die Euphagie, also das Aufräumen von alten Zellen, ein Reinigungsprozess, dass wir quasi kaputt gegangene Zellstrukturen abbauen und in unserem Körper aufräumen, also dass auch so entartete Zellen und sowas, dass das alles quasi weggeputzt werden kann, diese Dinge geschehen. Und das ist aus meiner Sicht das Besondere am Intervallfasten und der Fasten. Es ist eine totale, und das lässt sich belegen, es ist eine der wirkungsvollsten Tumorprophylaxen, die wir heute haben. Na, weil einfach entlastet wird und aufgeräumt wird. Und ich glaube auch, dass das bei vielen die versuchen abzunehmen, ist auch ein gutes Tool ist. Ne? Klar. Das Intervallfasten da so eine einfach seine Nahrungszufuhr zu regulieren. Ja, zumal ja natürlich der Hungerast ausbleibt. Mhm. Also wir haben natürlich erstmal Hunger durch das
Insulin, was erst oben ist und dann den Blutzucker raushaut. Mhm. Aber wenn wir längere Zeiten fasten, haben wir natürlich andere Vorteile, weil wenn wir den Körper dauerhaft mit zu viel Kohlenhydraten belasten, sage ich jetzt mal, wird der Körper, das kennen die meisten, insulinresistent. Mhm. Also die ständige Gegenwart von Insulin an all den Rezeptoren, die wir im Körper haben, bedingt, dass diese Rezeptoren einfach weniger empfänglich werden. Ja. Und dass wir immer höhere Mengen an Insulin ausschütten müssen. So, und diese hohen Mengen an Insulin bedingen, dass diese Unempfindlichkeit gegen Insulin bedingt, dass das Insulin auch viel länger braucht zu sinken. Und nur wenn Insulin sinkt und der Gegenspieler, das Glucagon, kommt, was die Zelle wieder aufmacht, nur dann werden die Zellen ja quasi aufgeschlossen und wir verstoffwechseln Fett. Man nennt es das metabolische Syndrom. Ne? Also wenn wir insulinresistent werden durch zu viel Kohlenhydrate, Alkohol im Übrigen auch, das ist ganz schwierig, ne? Dann sind wir aufgrund dieser Insulinresistenz, weil es so lange dauert, ins Glucagon zu kommen, ein Gegenspieler des Insulins, kaum in der Lage abzunehmen. Deshalb nehmen Leute auf dem Weg zu Diabetes kaum noch ab. Das ist der erste Schritt in die Diabetes. Nennt man metabolisches Syndrom. Und dann werden die Zellen quasi so resistent, dass sie immer höhere Insulinspitzen brauchen. Und der Teil, diese sogenannte langerhanschende Insel in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren und auch das Glucagon, die fangen dann irgendwann an, aufzuhören zu arbeiten. Und damit bin ich in der Diabetes drin. Also kann dann gar nicht mehr Insulin oder nicht mehr genügend fabrizieren. Und was jetzt diese Hungerphasen machen, sie machen uns sensibler für Insulin. Ah ja, okay. Und ganz wichtig, weil du gerade sagst, Mikronährstoffe, was viele nicht wissen, Insulin macht nicht nur was mit dem Zucker, sondern Insulin ist auch der Carrier für die Aufnahme von Mikroorganismen in die Zelle. Das heißt, die Verfügbarkeit von Mikroorganismen, von Mikronährstoffen, ich habe heute so ein bisschen mit der Sprache, Mikronährstoffe, die Zelle dringend braucht, die gehen nur in die Zelle rein, wenn eine hohe Sensibilität für Insulin da ist. Und wenn ich also jetzt insulinresistent bin, dann schwimmen quasi die Mikronährstoffe vorbei, winken, aber ich nehme sie gar nicht auf. Und insofern ist das generell nochmal, da sind wir wieder am Anfang, eine ganz wichtige Sache, sich die Frage zu stellen, wie gehen wir mit den Kohlenhydraten um? Wie viel müssen sein? Wie viel Süß muss sein? Wie viel Alkohol muss sein? Und das spricht alles dafür, ab und zu mal so ein Intervallfasten einzulegen. Ja, ab und zu, das sagst du auch ganz richtig. Ja, was glaube ich auch der Fall ist, warum viele extreme Ernährungsformen erstmal ganz gut funktionieren, ist, dass man einfach vor allen Dingen verarbeitete Lebensmittel weglässt. Ja. Ne? Kannst du ganz kurz sagen, warum? Weil bei jeder extremen Ernährungsform verarbeitete Lebensmittel oft Teile der Ernährung beinhalten, die man nicht zuführen soll. Das wollte ich dann so. Also kannst du ruhig sagen, was da oft drin ist, ne? Zucker. Genau. Ja, genau. Zucker und Fruchtzucker oder alle möglichen Zuckersorten, ne? Oder Süßungsmitteln. Und ich glaube, deswegen fühlen sich viele bei einer extremen Ernährungsform erstmal auch gut oder langfristig gut, weil einfach diese kurzkettigen Kohlenhydrate eben nicht zugeführt werden und die ganzen Zusatzstoffe, die da noch drin sind im verarbeiteten Produkten. Total, ne? Das ist so ein bisschen, muss ich einfach mal ein bisschen böse lästern. Ich war 1998 vegan, bis zum Jahr 2004. Also ich glaube, ich war ein sehr früher Veganer in Frankfurt. Und damals war das überhaupt nicht salonfähig. Das war der Beginn meiner Yoga-Welt. Und ich weiß, damals war es unglaublich schwer, hier vegane Produkte zu bekommen. Und später wurde es so ein richtiger Hype. Und wenn ich mir angucke, ganz böse gesagt, wenn ich heute in den Supermarkt gehe, selbst in die renommierten Bio-Supermarktketten, vegan ist einfach ganz oft auch ganz schön Quatsch. Ne? Also klar, es ist vegan und trotzdem stecken da so viele Sachen drin, die mein Körper einfach nicht will und nicht braucht. Ich bin ganz vorsichtig mit
mit gewissen Joghurts aus Produkten, aus denen noch kein Mensch irgendwann einen Joghurt gemacht hat, weil es die Konsistenz eigentlich gar nicht zulässt, dann kommen so viele Stabilisatoren rein und Verdickungsmittel und Co. und Geschmacksstoffe, dass man anders schmeckt, dass das dann halt auch nicht immer gut ist, selbst wenn es ein Biomarkt ist. Also spricht alles so, glaube ich, für saisonal, regional, lokal, überhaupt frisch. Absolut frisch und auch einfach die wichtig ist auch, glaube ich, einfach facettenreich. Ne? Total. Also nicht nur einseitig. Absolut. Facettenreich. Ich bin auch ein Fan von, du hast bestimmt auch schon mal gehört, der 80-20-Regel. 80 Gemüse. Nicht ganz, sondern eher dafür sorgen, dass man 80% Gutes isst und dann auch mal. Ach so, die 80%-Regel meinst du. Dann auch mal 20% so ein bisschen Spaß hat. Das muss ja auch sein. Ja, ich bin ein großer Freund. Vielleicht wollen wir ja auch mal ehrlich sein. Ne? Also, als wir bei euch waren letztens, haben wir einen wunderbaren Roséwein getrunken. Ja. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja. Ich trinke super gerne Wein. Ja. Mal. Ja. Und ich möchte am nächsten Tag noch entscheiden und wissen, wie viel habe ich denn gestern getrunken. Genau. Und ich glaube, es muss immer ein bewusster Prozess sein. Das ist ganz wichtig. Und es muss immer eine Balance sein. Also Alkohol, ein Glas Wein schaltet erstmal die Leberentgiftung für 2 bis 3 Stunden hoch und damit alle anderen Prozesse in der Leber runter. Muss man einfach wissen. Ähnlich mit Zucker. Ne? Zucker ist leider einer der größten Schädiger unseres Systems. Muss man einfach so sagen. Also er macht unglaubliche Sachen mit Mikrobiom, also mit unserer Darmflora. Der füttert blöderweise echt die Sachen an, die wir nicht brauchen und sorgt für ein Ungleichgewicht. Macht eine Menge Trouble, auch wenn es keiner wahrhaben will. Das gleiche gilt für Weißmehl, also all diese raffinierten Dinge. Aber die dürfen ja trotzdem sagen, ich liebe Kuchen, ich liebe Schokolade, ich liebe, aber halt vielleicht nicht immer und dauerhaft nur. Bewusst, ne? Bewusst. Deshalb, also diese 80-20%-Regel finde ich toll. Ja. Die habe ich wirklich jetzt einfach. Und dann ist es ja auch nicht schädlich, ne? Ich glaube, es ist halt immer das Maß der Dinge. Ja. Ne? Und was auch noch wichtig ist, oder man kann sich auch mal einfach überlegen, in was für einer Zeit wir gerade leben. Ne? Das haben wir vorhin kurz besprochen, als wir so ein bisschen gebrainstormt haben. Okay, in welcher Zeit leben wir gerade? Wir leben in einer Zeit, in der einfach wir Menschen einen erhöhten Antioxidantienbedarf haben, weil wir eben mit freien Radikalen konfrontiert werden. Oder aus der Umwelt. Und über unseren Stress. Und über unseren Stress. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Umweltbelastungen auch einfach zugenommen haben. Es gibt immer mehr Autoimmunerkrankungen, es gibt immer mehr chronische Krankheiten und die verbrauchen oder die ziehen nach sich, dass das einfach ein erhöhter Mineralstoffverbrauch, gerade Magnesium und Kalium, nach sich zieht. Ne? Und deswegen ist ja jetzt auch gerade in den letzten 3-4 Jahren der Markt der Mikronährstofftherapie und der Mikronährstoff oder der Supplements einfach maximal explodiert. Es ist ein Riesenmarkt geworden, ein absolut wichtiges Thema. Aber auch da, wie finden sich da die Leute zurecht, können wir vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Wir können aber die besten Rezepte teilen. Ja, die besten Rezepte, genau. Können wir mal kochen hier, live. Ja. Und das muss man sich einfach bewusst sein, ne? Dass wir einfach auch elektromagnetische Strahlung erzeugt oxidativen Stress und wir brauchen einfach ganz, ganz viele Antioxidantien und haben einfach einen erhöhten Mineralstoffverbrauch und Gebrauch. Und wenn man sich auch anguckt, es gibt ja auch viele Studien mittlerweile, dass die Böden nicht mehr die Nährstoffdichte haben, in der unser Gemüse und Obst und alles mögliche angebaut wird. Total überdüngt. Wir haben Glyphosatbelastung, wir haben Pestizidbelastung, die immens hoch ist. Deswegen bin ich auch so ein Verfechter von Bio und Demeter, ne, weil es da noch relativ gering ist. Und wir haben Quecksilber in den Böden, wir haben Nitrat, wir haben alles Mögliche. Ne? Also wir sind da wirklich stehen in einer ganz anderen Belastung als noch vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren war eigentlich fast alles Bio, was man angebaut hat, glaube ich, noch. Weil es da noch nicht die ganzen Pestizide gab und vielleicht sogar noch länger her, ich weiß es nicht. Kann gut sein. Also seit den 50er Jahren hat es ja radikal zugenommen, genau. Weil wir einfach so überproduzieren. Und da muss man sich einfach bewusst werden, dass wir einfach einen erhöhten Bedarf an den Sachen haben. Und da kann man sich so ein bisschen an der Ernährung, glaube ich, auch so ein bisschen anpassen. Was braucht man und was,
was ist wichtig, was braucht Mann oder was braucht Frau, aber was ist einfach wichtig für mich. Und da kann man mittlerweile, gibt es da auch tolle Bindemittel, mit denen man auch arbeiten kann, mit denen man auch sagen kann, okay, zu meinem Gericht, was ich mir jetzt gekocht habe, nehme ich nochmal das Bindemittel für das und das Pestizid. Ne? Da gibt es ja auch in der Supplement, bei den Supplements ganz, ganz tolle Produkte, die dafür sorgen, dass das, was reinkommt, auch direkt wieder rauskommt und nicht irgendwo aufgebaut wird. Da kommt mir gerade eine Idee. Ich frage gerade mal so nach außen an, ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt, ich hätte da gerade so aktuell so akute Lust drauf, wenn ihr Lust habt, dass wir einfach mal so unsere Top 5, 6, 10, je nachdem wie viel Zeit, dass wir die einfach mal besprechen und vorstellen. Mhm. Das wäre auch echt was für Videos, wäre cool. Mhm. Dass wir vielleicht mal so unsere Lieblings-Health-Food-Rezepte vorstellen, vielleicht mal gemeinsam kochen. Dann schreibt das mal in die Kommentare. Ich finde das cool, auch schreibt es uns. Weil ich hätte Lust drauf, aber es muss natürlich ein bisschen auf Resonanz stoßen. Mhm. Ich so akut denke ich, klar, lass uns miteinander... weißt du noch Bios Bahnhof, hast du es früher immer geguckt? Nee. Hat er Biolek? Ach so, doch, Biolek? Ja, natürlich. Der hat dann diese Kochshow gemacht. Ja, ja. Die habe ich immer geguckt, hat mich immer total... Ich weiß, heute gibt es überall Kochshows, ich fand das großartig damals. Ja, können wir gerne machen. Wir haben hier noch 4 Begriffe stehen. Mhm. Da steht noch Zucker, Alkohol... Haben wir diskutiert, Wasser, Alkohol auch. Wasser, Ballaststoffe. Mhm. Ich glaube, zu Zucker brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, das haben wir jetzt ziemlich gut... Vielleicht kann man nur noch mal klar machen, dass Zucker nicht der Haushaltszucker sein muss. Nee. Also Zucker ist auch ganz, ganz oft Fruchtzucker. Mhm. Ich weiß, es wurde jahrzehntelang, oh, isst doch lieber Obst. Mhm. Obst ist toll, aber auch da soll es eine 70-30 oder 80-20-Regel geben. Fructose ist ein Monosaccharid und ist konzentrationsabhängig in der Rezeptionsgeschwindigkeit. Also je höher die Konzentration, je mehr Obst, desto schneller der Insulinspiegel anstieg. Also ne, Weißmehl, alles Raffinierte, das Brötchen, auch das sogenannte Vollkornbrötchen. Mhm. Man muss das bisschen das deutsche Lebensmittelgesetz im Auge haben. Es war mal so, ich weiß nicht, ob man das geändert hat, dass 3% Vollkornanteil genügten, um ein Brötchen als Vollkornbrötchen deklarieren zu dürfen. 3%, also immer noch mal 97% an einem Kram. Also auch da, ne, je weißer, je heller, je feiner, desto schneller im Blut. Kann man einfach sagen. Deshalb so, meine Oma hat immer gesagt, isst doch mal was Richtiges, isst doch mal ein Brötchen mit Käse oder ein Brötchen mit Wurst. Da kannst du ja wahrscheinlich auch Snickers reinhauen. Ne? Das ist dann auch nicht viel schlimmer. Aber, ja, ne? Aber, also das gilt es zu bedenken. Alkohol? Ist natürlich auch immer in Maßen. Ne? Also, da, also immer ein halber Liter. Ja, immer mal so ein halbes Bier. Am West. Man muss sich einfach bewusst sein, dass das Alkohol einfach ein Gift ist. Das, auch wenn es gesellschaftsfähig ist. Ja, aber es ist einfach, es bleibt und ist ein Gift und es ist ein Zellgift und fertig. Ne? Und ich glaube, es gibt ein paar Studien, die sagen, ein Glas Rotwein ist gesund. Ne? Das sagen ja auch viele immer, die gerne Rotwein trinken. Ich mir dann auch. Aber auch da ist es halt immer in Maßen und es muss nicht jeden Tag sein. Und ich glaube, da ist es auch einfach ganz wichtig, für sich selbst eine Basis zu finden und ein Mittel zu finden. Man kann es ja ein bisschen auch dahingehend verteidigen. Ich glaube, was in unserer Ernährung nichts zu suchen hat, sind Sachen. Also ich, ne, aus meiner Sicht, Wodka, Gin, Bourbon, sowas, also diese harten Sachen. Aber das Verhältnis Alkohol und die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die jetzt zum Beispiel im Rotwein drin sind. Das ist ja zum Teil auch, das sind ja auch wirklich wertvolle Inhaltsstoffe der Pflanze drin, die ja zum Teil noch gar nicht alle dechiffriert sind, aber mit denen wir biologisch auch ohne gewachsen sind, die uns auch gut tun, die gewisse antioxidative Wirkung machen. Ja? Aber es ist halt auch immer eine Frage, dass wie viel. Mhm. Genau, also jeder sekundäre Pflanzenstoff ist immer ein Antioxidant. Ja. Was mit Wasser? Wasser kenne ich jetzt persönlich mittlerweile die Regel, dass es 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sein soll. Oh, jetzt muss ich rechnen. Ja. 35 Milliliter. Bei mir sind das knapp 3 Liter pro Tag. Wie viel wiegst du? 84 Kilo. 84, du musst nur ungefähr gleich viel wiegen. Wie viel? 3,5 Liter? Ungefähr 3 Liter. 2,9. Ja. Ja. Bei Wasser müssen wir uns eigentlich auch drüber unterhalten,
Osmotischer Druck. Osmotischer Druck plus wir müssen uns darüber unterhalten, was sind für Rückstände im Wasser. Ne, klar ist das Wasser hier trinkbar und ich habe auch ganz viel trinke ich Leitungswasser und trinke aber auch immer früher ganz viel Leitungswasser getrunken, mittlerweile wirklich weniger. Und das hat einfach die Gründe, dass ich mich einfach ein bisschen damit beschäftigt habe. Das Wasser wird super gut kontrolliert. Ich will gar nichts gegen das Leitungswasser sagen. Ne. Ich glaube, Deutschland hat die höchste Qualität europaweit oder weltweit fast sogar. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall streng kontrolliert. Die Frage ist, worauf wird es kontrolliert? Genau, das ist jetzt das zweite Ding. Es wird halt nicht auf Medikamentenrückstände getestet. Genau. Ne, und die und Nitrat. Nicht auf Hormonrückstände. Hormonrückstände. Sondern es geht darum, dass es soll keimfrei sein. Mhm. Ich sage mal, mein Körper kommt mit Keimen ja noch bestens zurecht. Mhm. Aber mit dem Hormon oder mit dem Medikamentenrückstand, den Trägerstoffen oder Lösungsmitteln halt nicht. Ja. Ja. Trinkst du Leitungswasser? Seit 2 Jahren wirklich sehr, sehr wenig. Also wir haben hier eine Osmoseanlage im Studio. Mhm. Überlege ich mir jetzt sogar auch. Ja, das wird einmal komplett gekippt, das Wasser, damit nichts mehr drin ist. Ja. Ja, und da muss man es natürlich remineralisieren, sonst ist es... Aber da reicht ja eine Messerspitze Salz. Genau. Ne? Ja. Sprudelwasser? Sprudelwasser bekommt mir nicht. Aber was würdest du sagen? Also es ist halt immer eine Säure drin, ne? Ja, es ist immer eine Säure drin, ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch nicht in meinen Augen nicht gut für den Magen. Mhm. Weil es natürlich alles, was bläht. Mhm. Ja, ja, aber es gibt, also es spricht jetzt nichts dagegen, Spritzwasser zu trinken. Kohlenhydratwasser. Sprudel. Das ist das magische Wort des heutigen Podcasts. Kohlenhydrat, alles Sprudelwasser. Kohlenhydratwasser. Also Cola. Ja. Okay, aber Wasser. Also bist du auch, ich war früher so ein, also muss sagen, Wasser braucht einfach, wir bestehen zu über 80% oder sowas. Ja. Jede Zelle braucht Wasser. Ja. Der ganze Zellstoffwechsel funktioniert nur, wenn auch ein Medium da ist. Mhm. Jetzt wenn man mit großem Stichwort. Die Faszie und Co. Also wir müssen einfach wirklich, damit Bewegung schmerzfrei bleibt, sind wir uns, glaube ich, mittlerweile einig. Wir brauchen eine Menge Wasser. Auf jeden Fall. Und ich glaube kaum, also es gibt, glaube ich, nur wenige, die wirklich auch auf 2 bis 3 Liter am Tag kommen. Ne? Also viele, die zu mir kommen in Behandlung, ich frage immer, wie viel Wasser trinken sie? Und das ist alles meistens immer zu wenig. Also viel zu wenig, unter 1 Liter. Mhm. Und... Also ich habe mittlerweile immer so eine blaue Flasche, da gehen genau 2 Liter rein und die habe ich dann bis zum Nachmittag weg und zu Hause gucke ich dann nicht mehr, dann kommt ja noch ein Tee dazu und mein Smoothie morgens. Also ich bin auf meinen 3 Litern und ich merke aber auch, ich brauche das. Ja. Ich merke das wirklich, bei meinem Organismus geht es besser. Ja. Gut, Wasser, Ballaststoffe. Wir haben das vorhin da einfach hingeschrieben, weil es in aller Munde ist mit den Ballaststoffen. Ich glaube, dazu können wir noch was sagen, oder? Das ist noch ein ganz Ballaststoffe sind vor allen Dingen halt Gemüse, ne? Wozu braucht man die? Wozu braucht man Gemüse? Nee, Ballaststoffe. Ja, für die ganze Verdauung. Das ist extrem wichtig für unser Darmmilieu, für unser Mikrobiom. Und du hast vorhin oft die 72-Stunden-Formel genannt. Und beim Mikrobiom ist es auch so, bei der Darmflora, dass... Darmflora 72 Stunden braucht, um sich umzustellen. Das heißt, bei jeder extremen Ernährungsform braucht auch die Darmflora diese 72 Stunden, finde ich ganz interessant. Und Ballaststoffe machen 1000 Prozesse im Körper, also total wichtig. Vielleicht zur Erklärung, warum die Dinger Ballaststoffe heißen. Das sind technisch gesehen Kohlenhydrate, die aber so verknüpft sind, dass wir keine Enzyme haben, die aufzunehmen. Mhm. Also eine Ziege kann das, wir können es nicht. Und die haben eine Oberflächenstruktur. Deshalb ist es auch ganz gut, wenn man die jetzt nicht gerade püriert zu sich nimmt, sondern dürfen gerne größer sein. Also es würde jetzt gegen den Smoothie sprechen. Also nicht gegen den Smoothie, aber für zusätzlich richtig kauen und normale Nahrung. Die haben eine Oberflächenstruktur, die dann gewisse ungewünschte Substanzen, zum Beispiel die Gallensalze oder sowas, Sachen, die auch von der Leber ausgeschüttet werden, in den Darm binden können. Und damit ausgespült werden und nicht rückresorbiert. Im Dickdarm gibt es ja so eine Rückresorption von gewissen Stoffen und dadurch gehen gewisse Stoffe einfach besser zum Ausgang. Mhm. Und deshalb sind Ballaststoffe wirklich wie so ein
wie so ein physisches Putzmittel. Also es haben auch wirklich physikalische, durch die Oberflächenstruktur, Möglichkeiten, einfach Substanzen zu binden und auszuscheiden. Mhm. Und gerade wenn man so ein bisschen Probleme im Darm hat oder für alle, die irgendwie so Reizdarmgeschichten haben oder die Probleme mit dem Stuhl haben, aber nicht so viel essen wollen, weil man könnte ja irgendwie an Gewicht zunehmen. Mit viel, viel Wasser muss man das natürlich nehmen, weil das quillt. Aber wenn man dann halt einfach wirklich eine Portion mal nur, keine Ahnung, Haferkleie oder sonst was nimmt, dann bindet das ganz viel, wie so ein Hausputz. Mhm. Und einfach jeden Morgen ein bisschen ins Müsli, mittags dann irgendwie die ganz schönen Salat und Gemüse und ein bisschen Rohkost, dann geht einfach ganz viel Müll raus. Mhm. Mhm. Cool. Und das Mikrobiom ändert sich davon. Ja. Sprich wieder gegen den Zucker. Ja, ich glaube, wir können abschließend sowieso nichts klären. Nee. Aber vielleicht so die wichtigsten drei Hard Facts von dir für eine gute Ernährung. Für mich ist essentiell, dass genug Eiweiße zugeführt werden. Für mich ist essentiell auch so ein bisschen die Zeiten, ne, die Ernährungszeiten. Ich bin zum Beispiel kein Typ, der 16 Stunden fasten kann. Mhm. Ich brauche die Energie. Bei mir hat sich's bewährt, morgens bis nachmittags Eiweiß aufzufüllen. Also morgens schon eiweißreich zu starten, deswegen auch Brokkoli. Brokkoli ist das eiweißreichste Gemüse. Es hat 4 bis 5 Gramm pro 100 Gramm. Und dann habe ich schon mal morgens meine 20 Gramm Eiweiß. Plus Brokkoli ist auch noch ein Sulforaphan, heißt, glaube ich, das Enzym, was ein absolut geniales Antioxidant ist. Mhm. Dazu muss der Brokkoli aber 30 Minuten lang an der Luft geschnitten und 30 Minuten lang an der Luft bleiben, damit dieses Enzym gebildet werden kann. Wenn man morgens jetzt nicht die Zeit hat, kann man auch Senfsamen ins Kochwasser nehmen, dann wird es auch gebildet. Für mich ist abends ganz, ganz wichtig, dass ich da nichts groß zu mir nehme, was die Leber wirklich nachts beschäftigt. Ne? Ich schlafe dann auch viel besser, wenn ich jetzt nicht abends, ich meine, das kennt jeder, wenn ich abends nochmal irgendwie ein riesen Steak reinfahren, da fährt da schläft keiner gut, glaube ich. Ne? Und das sind so meine drei Tipps. Ne? Eiweißreich, 80-20-Regel plus den Proteinbedarf einfach tagsüber und abends langkettige Kohlenhydrate. Fertig. Mhm. Und vierter, Bio und Demeter. Absolut. Ne? Aber auch das ist, kann sich auch nicht jeder leisten. Ne? Muss man auch, leider. Muss man wirklich sagen. Das ist eine Frage der Politik, das irgendwie zu steuern, finde ich. Ja, da werde ich bei meinen dreien, regional, saisonal und Bio, also ganz klare Sache. Wobei, jetzt muss man eins sagen, wir sind immer auf dem Erzeugermarkt, nicht alles, wo nicht Bio draufsteht, ist nicht Bio. Mhm. Ein bisschen umständlich formuliert. Also es gibt ganz viele regionale Erzeuger, die sich das Bio-Siegel einfach nicht leisten können, aber Bio-Qualität bieten. Und ich glaube, wenn man die Leute so ein bisschen kennt, mit denen ins Gespräch kommt, geht das. Ja. Also einmal das Regionale und Saisonale, weil dann hat man auch automatisch die Auswahl und immer frisch. Dann ist für mich irgendwie ganz wichtig, Zeit. Also der schlimmste Feind ist einfach dieses Dauer-Zwischensnacken. Ja? Vielleicht das schnelle Essen, ja? Was meinst du? Für mich ist vor allem dieses Zwischensnacken, also dieses hier noch was reinschieben. Ich mache das selbst gerne, also ich möchte mich da nicht freisprechen von, aber für eine ideale Ernährung braucht halt auch der Organismus immer Zeit zwischen den Nahrungsphasen, um auch wirklich zu verarbeiten, zu assimilieren, runterzukommen und nicht ständig was draufschütten. Mhm. Und dann ist, glaube ich, für mich das ganz Entscheidende, hör auf dich. Also ich bin so ein totaler Gegner für mich, von 7 Uhr gibt's Frühstück und um 1 Uhr ist Mittagessen und um 18 Uhr ist Abendessen, sondern hör auf deinen Körper. Und guck, was will denn der? Hat der wirklich Hunger oder ist der langweilig? Mhm. Ja, sind es Gelüste oder brauchst du echt was zu essen? Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Und das Einzige, das ist das doch auch das vierte, keine Diäten. Also Diäten sind einfach Quatsch, sondern guck, dass du eine Ernährungsform für dich findest, die dir schmeckt, die dir Freude macht, die du betreiben kannst und wo du auch merkst, es passt zu dir. Mhm. Sonst jagst du immer wieder irgendwas hinterher. Und vielleicht so als Abschlussnote aus meinem Mund, ich glaube nicht, dass es die richtige Ernährung gibt. Nein. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, womit geht es mir gut, was schmeckt mir, was passt zu mir.
Und das ist so ein bisschen so eine Selbstfeldstudie. Also man muss einfach mal gucken, man kann ja durchaus mal Tagebuch führen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Woche eher das esse, wie geht's mir? Mhm. Wenn ich ein paar Tage eher das esse, wie geht's mir? Was, wenn man mal so eine Zeit lang guckt, okay, jetzt kriege ich irgendwie dauernd Blähungen, mir geht's nicht gut. Was habe ich in den letzten Tagen gegessen? Mhm. Also nicht 1:1, sondern in den letzten 2-3 Tage. Und dann kommt man eigentlich ganz schnell dazu, was passt und was nicht passt. Und nicht jedes Powerfood, was Leute propagieren, muss für mich stimmig sein. Mhm. Ja, und nicht alles, was Leute verteufeln, muss unbedingt schlecht sein. Einfach viel ausprobieren und dann für sich selbst sehen, okay, das passt zu mir, das brauche ich auch tagsüber. Jeder hat einen anderen Beruf. Mhm. Jeder hat einen anderen Energiebedarf. Und ja, großes Thema. Endlos. Ich glaube, vom Gefühl passt. Und wenn, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ziemlich viel beleuchtet. Einfach eine kleine Übersicht, eine kleine Idee. Und ja, also ich würde gerne die Idee mit den Rezepten und dem gemeinsamen Kochen nochmal aufnehmen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt uns. Ich hätte da spontan total Lust zu. Das könnten wir dann auch mal hier machen, können wir mal bei dir machen, mal bei uns machen. Ja, einfach mal irgendwie wirklich zeigen, hands-on. Und sagen, warum. Was ist gerade an dem, was ich mache, cool. Hättest du alles drauf? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, gerne. Cool. Ja. Können wir unsere Frauen mit einplanen. Ja. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Also mir hat es heute großen Spaß gemacht, eigentlich wie immer. Und gebt uns wie immer gerne Feedback. Und ich sag danke, Alex. Danke dir. Danke euch. Bis super gerne. Ganz bald. Tschüss. Ciao. Oder zu einem Osteopathen. Man lässt sich richten. Und dann weiß man aber immer noch nicht mehr. Sondern denkt sich so, ah, ich brauche einen Fachmann. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass das viele selbst können. Und da ist für mich die Verbindung des Wissens aus dem Yoga und aus der Therapie der Schlüssel. Yoga ist ja per se für sich schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Was